Heute haben wir im Kantonsrat die ZVH-Strategie beraten. Hier geht es darum, wie sich die ZVH in den nächsten paar Jahren entwickeln soll. Die ZVV ist gut unterwegs, aber es sind auch Anliegen, die an der ZVV sind. Und da ist Manuel Frick von den Jungen Grünliberalen an mich hergetreten. Um was geht es da? Genau, wir von den Jungen Grünliberalen sind der Meinung, wir können das Nachtnetz mittlerweile auf den Donnerstag ausbauen. Am Wochenende ist es bereits ein sehr grosser Erfolg. Es gibt ein grosses Nachtleben und wir sind der Meinung, das ist eigentlich mittlerweile auch am Donnerstag der Fall. Am Donnerstag gibt es bisher keine Möglichkeit, um in der Nacht heimzukommen. Wir würden das sehr gerne ändern, dass es für die jungen Menschen und natürlich auch für die Alten, für alle Nachtschwärme, die am Donnerstag unterwegs sind, auch Möglichkeit gibt, um in der Nacht auf den Freitag Sicherheit zu kommen. Vielleicht noch eine Seite der Alten. Uns ist wichtig, und das sind ja sonst auch bei der Jungen nicht umstritten, dass auch das Nachtnetz einen Preis darf haben. Und darum unterstützen wir auch, dass es weiterhin kostendeckend betrieben wird. Genau, sind wir natürlich auch völlig einverstanden damit. Nachtzuschlag ist für uns okay. Und wir sind auch der Meinung, es müsste nicht die gleiche Variante wie am Wochenende sein. Eine kleinere, abgespeckte, nachfrageorientierte Lösung ist für uns absolut gangbar. Hauptsache, wir kommen heim.